Der Bauer und der Knecht sind draußen auf dem Feld bei der Arbeit. Plötzlich zieht sich der Himmel zu und es sieht nach Regen aus. Darauf der Knecht zum Bauern. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, werden wir hier pitschepatsche nass. Darauf der Bauer zum Knecht. Dann geh mal ins Haus und hol mir meine Gummistiefel. Sagt der Knecht. Wieso ich denn? Hole dir deine Gummistiefel doch selber. Der Bauer schaut den Knecht böse an und fragt. Bin ich hier der Bauer oder bist du das? Darauf geht der Knecht wutentbrannt ins Haus. Dort sitzen am Küchentisch die Bäuerin und deren hübsche Tochter. Sagt der Knecht zu den beiden, der Bauer hat gesagt, ihr beide sollt euch nackig machen und ich soll euch mal so richtig rannehmen. Die beiden Frauen schauen sich an. Die Bäuerin verwundert, nee, das glaube ich nicht. Sowas würde der Bauer niemals sagen, oder? Doch, sagt der Knecht. Aber ich kann ja vorsichtshalber nochmal fragen. Er geht zum Küchenfenster und öffnet es. Die Bäuerin ist ihm gefolgt und steht daneben. Der Knecht schreit aufs Feld. Hey Bauer, beide? Der Bauer schaut zum Fenster und brüllt zurück. Natürlich beide, du Idiot!